Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Homefront. Heute müssen wir uns die Polizeistation einmal in Ruhe angucken. Die ist hier oben. Und damit würde ich sagen, legen wir los. Schön, dass du dabei bist, Brady. Ah, wir sollten vielleicht, weiß nicht, wie viel Munition haben wir noch dabei? Ja, das langt auf jeden Fall. Dann pack mal die Knarre mal kurz weg. Taust nur hier so auf den armen Container ein. Immer mit der Ruhe. Ja, eben, genau. Immer mit der Ruhe. Ich glaube, du drehst hier durch, Junge. So, und zwar ist das hier rechts. Da steht einer. Da stand einer. Schau mal gerade, ob wir von hier oben da besser reingucken können. Ob wir überhaupt die Polizeistation ist das Herz der KVA-Operation in Ashgate. Von dort aus kann man auf die Arbeiterliste zugreifen, weil sie die Arbeiter genau untersuchen, bevor sie in die Werft dürfen. Okay, deswegen müssen wir da auch rein wahrscheinlich. Ah, da ist... Kriminelle Aktivitäten werden sofort strafrechtlich verfolgt. Kommt der raus? Alle Bürger aufgepasst. Versammlungen auf öffentlichen Plätzen sind ein Verbrechen. Illegale Gruppen werden aufgelöst. Irgendwo? Achtung! Mann, hier ist ja alle einiges Bürger, los. Die Verbrechen ausüben, werden von dieser Einheit angegriffen. Der ist genau unter uns, dieses komische Viech. Hier fährt auch noch einer. Sieht er uns nicht von hier? Okay. Achtung, da müssen wir rein. Randalierer wartet tödliche Gewalt. Gehen Sie sofort auseinander. Bin mal gespannt. Das ist so ein Fetter, glaube ich, ne? Was haben wir denn hier? Molotow-Cocktail? Das Verunstalten öffentlichen Eigentums und gesellschaftsfeindliches Verhalten. Oh, der kommt! Der kommt! Auf jeden Fall mal kurz heilen. So, erstmal Ruhe reinbringen hier. Junge. Da kommt noch einer. Da ist noch einer. Ah, der braucht ja echt Ewigkeiten zum Zielen. Ach Mann, da geht's ja noch weiter. Oh nein! Fuck! Ich wollte wechseln, aber ich konnte so schnell nicht wechseln. Scheiße! Ah! Ja gut. Aufnahme ist gerade mal 4 Minuten alt und ich bin schon wieder tot. Aber langsam kenne ich das auch nicht anders von mir. Dass ich andauernd abkacke. Gerade so am Anfang Sachen, wo ich dich noch nicht kenne. Sterben. Erstmal sterben. Ich konnte sein Programm so, schauen wir mal erstmal, was wir uns hier noch leisten könnten. Wenn wir das in einen Goliath stecken, kann ich ihn gänzlich kontrollieren. Ich kann's kaum erwarten. Libyen-Schachtel. Hoffentlich läuft die Suche nach dem Goliath gut. Ja, das hat echt viel gebracht. Für Kohle haben wir 3, 4 Aufsätze. Das haben wir alle schon im Besitz. Kleidung. Leichter Gurt. Unsere schnelle Bewegungsgeschwindigkeit. Nee. Taschendieb. Nein. Nein. Okay, das nehme ich auf jeden Fall mit. So, können
wir hier noch irgendwie was? Pistole, ist die Armbrust, Schrotflinte. Da brauchen wir 2,5. Ja gut, okay. Dann würde ich sagen, warte mal, haben wir noch Verbrauchsartikel, Gesundheitskit, Sprengstoff können wir noch mitnehmen. Machen wir das auch auf Max. Damit würde ich sagen, neue Runde, neues Glück. Ja, ja, alles cool. Ja. Ja, machen wir. Ich bin auf dem Weg dahin. Wenn ich nicht wieder selber abgeknallt werde, heißt das. Oh. Oh, da war ja einer. Ich renne hier wie so ein Irrer rum. So, da ist, glaube ich, auch immer noch einer gewesen, ne? Ja, da war einer. Die Polizeistation ist das Herz der KVA-Operation in Ashgate. Von dort aus kann man auf die Arbeiterliste zugreifen, weil sie die Arbeiter genau untersuchen, bevor sie in die Werft dürfen. Da kommt noch einer angerannt. Achtung Bürger, auf Randalierer macht tödliche Gewalt. Gehen Sie sofort auseinander. Der ist auch weg. Auf jeden Fall diese Pfeile mitnehmen. Gucken wir mal hier, ob hier irgendwo noch was. Erstmal hier hoch wieder. Achtung Bürger, gesellschaftsfeindliches Verhalten wird nicht toleriert. Da ist dieser Roboter da unten wieder drinne. Ach, du weißt, du hast mich noch gar nicht gesehen. An den komme ich jetzt ja nicht vorbei, ohne Randale zu machen, ne? Doch, ich könnte versuchen. Okay, das geht bei dem nicht. Ich wollte den Takedown machen. Sieht der mich nicht? Oh, fuck, 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 fuck. Ja, genau. So, wir müssen dahin. Hopp. Ne, geh. Sprengstoff. Alle Bürger aufgepasst. Kehren Sie ruhig und ordentlich in Ihre Häuser zurück. Eine Runde hacken. Ja, mit ein klein wenig Gewalt durchrennen. Klappt das. So, Polizei schon Liste heruntergeladen. Gehört jetzt uns? Ich vermute mal, ne? Jawohl. Ja, nice. Du hast es geschafft. Crawford hat die Pläne und unsere Ausweise. Ich habe mir die Werft angesehen. Crawford hatte recht. Die werden dort Goliaths finden. Mitnehmen. Ich bin zum Unterschlupf unterwegs und kläre noch einige Dinge mit Heather ab. Komm vorbei, sobald du alles hast. Ja. In Ordnung, Leute, hört mir zu. Heather ist zuversichtlich, dass sie dieses Goliath-Raum hacken kann. Wir stehen kurz davor, einen Goliath zu besitzen. Aber wir brauchen immer noch alle Infos über die Indie Hall und ihre Umgebung, die wir bekommen können. Ich will bei diesem Plan keine Fragezeichen haben. Wir tun das für Walker. Wir tun das für Ned. Wir tun das für alle Brüder und Schwestern, die wir im Kampf für die Freiheit verloren haben. Also lasst uns da rausgehen und sie stolz machen. Alles klar. Ja, Mann. Bin dabei. Die Nox sollten sich lieber in Acht nehmen. Du kannst auf uns zählen, Parrish.
Gut, dann schauen wir mal, was wir reißen müssen. Was ist denn unsere Aufgabe jetzt? Trifft Parrish beim Unterschlupf. Ja, da können wir noch immerhin gemütlich hinlatschen. Wohin ich gerade irgendwo so einen Panzerwagen rum? Panzer zerstört. Jetzt stört es, glaube ich, auch nicht, wenn ich hier mit einer. Irgendwo war hier doch gerade noch einer. Da. Ne, der ist weg. Jetzt hätte ich den jetzt noch kaputt gemacht. Achso, ne, das ist ja falsch. Wir müssen ja weiter da lang. Was ist hier? Ja. Ich sehe ja nachts nichts, ne? So dunkel. So, hier müssen wir rein. Dann schauen wir mal, was Parrish von uns will. Ist ja wahrscheinlich unten, denke ich mir mal. No Nox. Ja, ganz ehrlich, so, ob so ein Schild so Nox aufhalten würde, ne? Ah, da ist er. Gut, dann schauen wir mal. Du musst daran glauben, Jack. Ja? Brady, die Ausweise sind fertig. Crawford lässt unsere Waffen in die Werft liefern. Er hat jemanden dort, der sie für uns lagern wird. Ist der zuverlässig? Meinst du Crawford oder den Typen? Beide. Werden wir schon sehen. Naja, es ist alles bereit. Wenn du soweit bist, Brady, lass es mich wissen. Reise zum Hafen. Ich würde gerne hier erstmal noch ein bisschen aufräumen. Den Brady, Posten. Nun reiß dich mal zusammen. Wir sollten uns endlich den Goliath holen. Ja, nein, nur mal ganz locker. Ich möchte hier erst noch ein bisschen aufräumen, ja? Kapisch? Hey Mann, bist du high? Lass das sein. Kann ich schließlich machen, was ich will. Okay, das erledigt sich gerade von selber. Ne, die drei. So, irgendwo hier vorne steht einer. Warte, irgendwo da soll doch einer stehen. Sehe ich den jetzt nicht? Brady, in Ashgate gibt es ein riesiges KVA-Hilfsdepot voll mit Essen, Wasser und medizinischen Vorräten. Wenn du einen Weg finden kannst, an all das ranzukommen, könnten wir viel Gutes damit tun. Das Verunstalten öffentlichen Eigentums und Gesellschaft. Da ist ein Scharfschütze. Schauen wir nochmal, wie wir da rankommen. Der ist wahrscheinlich da oben. Ach, da sind ja sogar mehrere. Ah, der ist weg. Da reinkomme. Das wäre eine Möglichkeit. Ne, da komme ich so nicht hoch. Ne. Warnung! Randalierer werden mit tödlicher Gewalt. Achtung, Bürger! Auf Randalierer hat er tödliche Gewalt. Gehen Sie sofort auseinander. Oh, okay. So könnte ich die etwas anlocken. Wer sieht mich denn? Ich gehe mal hier hinten hin. Okay, das war daneben. Auf die Hand für nur 50 Meter. Ah, immer gegen den beknackten Zaun, ey. So, getroffen habe ich den. Immer noch gegen den beknackten Zaun. So, jetzt aber. Der ist weg. Ah, da komme ich wahrscheinlich. Ne, da komme ich nicht ran. Ich gucke natürlich jetzt nach, was da los ist. Immer ein kleines Stück weiter, bitte. Ein kleines Stück. Ah, der ist auch weg.
Den erwischt? Nee. Jetzt aber. Oh, nee, da rennt ja immer noch einer. Wieso rennt der da noch? Hallo? 13 Schuss noch? Wieso dreht der sich in dem Augenblick um, wo ich den abknallen will? So. War, glaube ich, na, genau, hier unten ist noch einer. Ja, komm. Gesellschaftsfeindliches Verhalten in dieser Zone führte zu all die Feindschaftsmaßnahmen. Kann ich das wieder irgendwie mit einem Tool aufhacken oder so? Order will be restored. Okay. Da hinten ist noch einer. Bürger, entfernen Sie sich von der Straße. Ich wiederhole, entfernen Sie sich von der Straße. Ich jetzt... Oh, Alter, echt? Ich darf jetzt hier nicht raus, oder was? Okay, das kann ich mal wieder nicht. Ah, ich bräuchte so ein Auto, glaube ich, ne? Kann das sein, dass ich da so ein knackiges Auto für brauche? Damit ich da drunter durchfahren kann? Was haben wir denn hier überhaupt? Wir haben Molotow, Hacker. Okay, so wirklich was bringt mir das jetzt auch nicht. Es wird jeder verhaftet, der öffentliches Eigentum beschädigt oder eine Rebellion. Komm ich da von der anderen Seite ran oder sagt er mir dann gleich auch, hier, geh mal wieder zurück. Ach, das ist wieder so ein scheiß Panzer, ey. Fahr mal bitte weiter. Wenn ich jetzt hier langlaufe, der knallt mich doch sofort ab. Da juckt das dem nicht. Nö, das juckt den nicht. Achtung, Bürger! Unterlassen Sie sofort jegliche illegalen Aktivitäten und kehren Sie in Ihre Häuser zurück. Komme ich nicht durch? Dann versuch mal mit einem Hacker-Ding. Alle Bürger aufgepasst. Ach, jetzt geht's. Meine Güte. Friedenswächter werden jeden vor Ort verhaften, der bei der Beschädigung öffentlichen Lebens gesehen hat. Sie folgen der Wahl. Hä? Hey, du da! Vandalismus und was willst du von mir? Nicht toleriert. Anstifter werden vor Ort verhaftet. Super, das bringt mir hier echt viel. Es wird jeder verhaftet, der öffentliches Eigentum beschädigt oder eine Rebellion anstachelt. Sie wurden gewarnt. Noch Sprengstoff bauen? Nee, natürlich nicht. Was soll ich denn jetzt hier machen? Das ist über mir eigentlich. Hä? Achtung! Gewalt gegen Friedenswächter ist ein Kapitalverbrechen. Achtung! Gewalt gegen Friedenswächter ist ein Kapitalverbrechen. Was soll ich hier machen? Das ist ein unter mir. Ah, nein.
Gewalt wird zum Einsatz kommen. Was bitte? Das wäre jetzt auf der Höhe. Bürger, sofort auseinandergehen und friedlich nach Hause zurückkehren. Aufstände sind ein Kapitalverbrechen. Tödliche Gewalt wird zum Einsatz kommen. Und mal gerade, was wir machen sollen. Keine Ahnung. Ja, ich vermute mal echt, dass wir das in die Luft jagen sollen. Ich habe jetzt aber echt... Runter, bleib ruhig. Achtung, Bürger. Kein Sprengstoff dabei. Welche, das ist mir jetzt gerade sowas von egal. Mission aufgeben, hä? Ja gut, machen wir das Ganze nochmal in der nächsten Runde. Ich habe keine Ahnung. Gut, würde ich sagen, war es das erstmal für heute. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Homefront. Also, bis dann. Tschüss.